Ja, sieht doch echt nicht schlecht aus, was wir hier fabrizieren, oder? Vielleicht kriegen wir es diese Aufnahme soweit fertig, Aufnahmesession soweit fertig, dass wir in der nächsten wieder mit dem Füllen beginnen können. Das wäre schön, dann könnten wir nämlich die Seite dann abschließen, was das Füllen angeht. Wie die beiden auf einmal einfach Lust haben, hier drüben weiter zu Hier oben wird das Holz langsam auch dünner, aber dafür haben wir schon ziemlich viel Holz wieder hier. Über 400. Okay, das war's mit dem über 400, im Augenblick jedenfalls. Was für eine Löcherei, ey. Hier fehlt eins, hier fehlt eins. Ich sah es gerade so aus, als würden die schräg stehen. Er geht da rüber. Macht er das Loch zu? Oder geht er. Er geht irgendwo hin, nur nicht zu dem. Gott, wie läufst du? Macht er jetzt denen so viel Probleme mit der Wegfindung hier unten? Also, dass hier unter ihnen Baumstämme sind, meine ich. Und ja, der Teil des Waldes wird langsam wirklich dünn.
machen wir erstmal hier zwei Reihen runter. Hier drüben weiter. Ach ja, und die Leinen machen wir auch noch fertig. Nehmen wir jetzt, geht nicht. Oh ja, hier landen sie aber dann oben. Okay. Von den Bäumen könnte da auch noch was drauf landen, ja. Der holt den Stamm da hinten ab. So, da kommt wieder viel mehr Holz. Ja, es geht gefühlt ein bisschen schneller, weil sie halt drei, mit einer Fuhre drei Stück aufbauen und nicht nur ein. Also das mit dem Baumstämmen. So, kann ich mal die Aufräumarbeiten nach da drüben verschiffen. Der weiß nicht, wo er hin will. Ah, jetzt hat er es geschafft, seit dem Baumstamm zu kommen, an den er am schlechtesten rankommt. Okay, 120, das heißt die Hälfte 60 sind es in Wirklichkeit. Mal so eins. Ja, okay, jetzt sind es ja weniger geworden.
So, wie gesagt, wir warten noch bis hier die Reihe. Dann machen wir die Reihe hier noch. Ja, und hier ist fast aufgeräumt. Du gehörst zum Aufräumteam, du holst den letzten Baumstamm, das ist gut. Und niemand will die Lücke da füllen, ich glaube es ja nicht. Na, und ich dachte, es erbarmt sich jetzt mal einer dazu. Biegt die auch vorher ab? Nein, du biegst nicht ab, du willst die Lücke, yay. Du kannst wieder aufräumen gehen. Da unten gibt es wieder Zeug zum Aufräumen. Und flonk, da steht der Baumstumpf jetzt nicht mehr. Nicht Stumpfstamm.
Und die Sonne geht mal wieder unter. Wir haben schon wieder Sternenhimmel. Irgendwo da hinten verschwindet sie gerade. Tschüss, liebe Sonne. Jetzt kommt die dunkle, dunkle Nacht wieder. Die nur durch unsere Kisten voll mit Brimstone erhellt wird. Der Aufräumfutzel weiß auch nicht, wo er hin will. Also er hier. Ich meine, er rennt da oben lang und dann erst da lang. So wie der hier auch. Was? Geht ab, Jungs. Oh, Tonk. Da liegt jetzt der Dinger oben drauf. Und da macht der Baumstamm einen Abflug in die unendlichen Tiefen. Oh, es ist neblig da unten. Jetzt ist wahrscheinlich da unten gerade Monsterstunde. Ja, hier können wir noch einen dran planschen. Das war einer zu viel. Oh ja, große Hoffnung. Nein. Da biegt er einfach ab. Oh. Da habe ich zwei aus Versehen nur eins hochgemacht mal wieder. Jo, ich würde dann aber mal sagen, wir sind leider noch nicht so weit, aber wir speichern trotzdem mal. So. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Bis gleich.